Hereinspaziert, hereinspaziert, werden Sie Zeuge einer schier unglaublichen Herausforderung. Die Sensation des Jahres, das Spektakel, von dem Sie Ihren Enkelkindern noch erzählen werden. So treten Sie also näher und werden Sie selbst Zeuge, wie sich dieser Videoblogger hier vor Ihren eigenen Augen selbst verarscht. Hereinspaziert, hereinspaziert. Oder so ähnlich. Frohes neues Jahr. Heute ist der 6. Januar und ich habe etwas vor und ich möchte euch mitnehmen, deshalb mache ich das Ganze hier. Ich möchte etwas abseits von BookTube tun, das mir gut tun wird. Und ich brauche so ein fieses Pieksen im Rücken oder halt einen Arschtritt, so diesen guten alten Arschtritt. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich muss das ein bisschen erklären, glaube ich. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das letzte Jahr 2020 merkwürdig war. Frohes Neues! Wir kommen in 2021. Und wie das zum Jahresbeginn immer so ist, die großen Jahresvorsätze stehen draußen, klopfen an der Tür und wollen reingelassen werden. Ich möchte weniger Alkohol trinken, ich möchte weniger essen, ich möchte gesünder essen, ich möchte mehr lesen. Ne? Kennen wir alle. Mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber, und jetzt kommt dieses Video ins Spiel, ich möchte mehr tun. Ich möchte nach vorne, ich habe so das Gefühl, ich laufe seit einem Jahr irgendwie rückwärts. Irgendwie, das ist irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich weiß, dass es anders geht. Ich brauche nur diesen riesen Kleinen, der mich nach vorne treibt. Ich muss mehr raus. Und mit mehr raus meine ich nicht, ich muss irgendwie Party machen oder so. Mein Gott, das war mal in einem anderen Leben. Nein, ich möchte ganz einfach mich mehr bewegen. Ich möchte wieder aktiver werden. Sei es spazieren, gehen oder einfach nur mal raus, um meinen Kopf dann halt auch frei zu kriegen oder mal in die frische Luft zu kommen, was ich im letzten Jahr nur sporadisch gemacht habe. Überhaupt dieses Rauskommen aus diesem eigenen Trott ist schwierig. Hinzu kommt, ich bin Single, ich lebe allein in dieser Wohnung und das bedeutet für mich, ich komme nicht raus und kenne mein Raufaser-Tapetenmuster mittlerweile auswendig. Und das macht natürlich auch psychisch was bei mir. Ich gehe nicht raus zum Arbeiten, um da Kontakt zu haben mit Arbeitskollegen oder wie auch immer, ob ich sie jetzt mag oder nicht. Völlig egal, ein Kontakt wäre da, den gibt es bei mir nicht. Das hört sich ganz, ganz dramatisch an. Manchmal fühlt es sich auch so an. Und ich merke selbst, so geht das nicht. Also das ist, wer weiß, wie lange ich noch in dieser Situation hier bin. Ich muss ganz einfach raus. Ich will nicht mehr wieder zurücklaufen, eine Rückentwicklung machen. Und deshalb das Ganze hier. Als ich mit BookTube angefangen habe, das ist jetzt mittlerweile 4 Jahre oder so her, da war ich in einer ähnlichen Situation. Und ich habe mir gesagt, der Grund, warum ich überhaupt mit BookTube angefangen habe, ist, natürlich möchte ich über Bücher sprechen, aber das hier, Kamera aufbauen, Licht hinstellen, nachher am PC bearbeiten, hochladen, in Netzwerken, in Social Media aktiv zu werden und zu sagen, hallo, ich bin hier auch hier, mich gibt's auch und guck mal, was ich zu erzählen habe. Das hat mich aus so einer Lethargie rausgezogen und das verspreche ich mir jetzt auch von dieser Aktion. Ganz einfach aktiv zu werden, mindestens ein oder zweimal die Woche. Es muss nicht dieses Kamera aufbauen und Licht setten und sowas damit zu tun haben. Ich kann auch einfach rausgehen mit meinem Handy draußen ein bisschen filmen, was ich gerade mache, ob ich spazieren gehe, ob ich im Park gehe, mal gucken. Aber es soll was sein, was ich gerne mache, etwas, was mich motiviert und mich aus dem Alltäglichen raushaut. Das ist Sinn und Zweck dieser neuen Playlist, wie auch immer sie dann heißen mag. Und ihr könnt mich hoffentlich, so sehr ich es mir wünsche, das komplette Jahr begleiten mit meinen Gedanken und mit meinen Aktivitäten, was auch immer das dann halt sein wird.
und wie sich das dann halt im Jahr über verändern wird. Das ist Sinn und Zweck dieses einleitenden Videos hier. Und wir beginnen jetzt quasi damit, dass ich rausgehe und mir mein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufe, damit ich endlich wieder mobil bin. Weil das war halt auch so eine Sache. Letztes Jahr hatte ich halt nicht dieses Monatsticket. Und das war dann halt immer so die Ausrede. Ach nee, jetzt muss ich gleich ein Ticket kaufen, ne? Teuer. Und all das umgehe ich jetzt, indem ich jetzt einmal im Monat, Anfang des Monats, halt das Ding zahle, es in meinem Portemonnaie habe und dann ist gut. Dann kann ich hier im Kreis einfach mobil sein und Sachen dann einfach, ohne drüber nachzudenken, dann erledigen und tun, rauskommen. Ich wohne hier total zentral, was für Einkäufe und so Erledigungen super ist. Aber wenn man dann mal raus will aus diesem Trubel und aus dem Verkehr, muss ich erst irgendwie so 3, 4, 5 Kilometer laufen. Und dann bin ich angekommen und bin eigentlich da schon so fertig, dass ich wieder nach Hause möchte. Und das kann ich jetzt ganz einfach umgeben. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und wenn nicht, erinnert mich dran und verlinkt mir dieses Video, dass ich mich mal wieder selbst sprechen höre. So, ich bin auf dem Weg. Geschafft.